Wir sprechen heute über einen Vorschlag der AfD, nämlich die Auflösung des Euro, beziehungsweise den deutschen Austritt aus dem Euro. Also welche Folgen hätte das und ja, wie würde das auf die deutsche Wirtschaft wirken? Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Unser derzeitiges Währungssystem, der Euro, existierte ja nicht schon immer. Es gab 1944 mal eine Konferenz von Bretton Woods, wo das Währungssystem für die westlichen Staaten in den kommenden 30 Jahren festgelegt werden sollte. Jan, was passierte denn auf dieser Konferenz? Ja, diese Konferenz war sehr, sehr spannend. Das geht schon mit der Reise von einem gewissen Mr. Keynes los, der mit der Queen Mary dann also nach Amerika reiste. Und auf dieser Schifffahrt gab es schon zahlreiche Konferenzen, wie denn jetzt ein neues Währungssystem aussehen könnte. Und ja, Keynes war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich angeschlagen, also gesundheitlich ging es ihm nicht so gut. Und ihm war das aber so wichtig, dass er also sich für diese Reise entschieden hatte. Dann ging es also nach Bretton Woods und Keynes wichtigstes Thema war im Grunde genommen die Währungsordnung. Die Währungsordnung sollte ja sichergestellt werden durch eine Weltbank, durch einen IWF. Denn ohne die Währungsordnung kann man alles andere vergessen, wie internationalen Handel. Wenn da Chaos herrscht, dann sind quasi alle anderen Themen egal. Deswegen war ihm das halt eben das wichtigste Thema. Und er hat sich dann da abgequält, das irgendwie darzustellen. Und ja, sein Ziel war im Grunde genommen ein Weltwährungssystem, ein klar geordnetes Weltwährungssystem. Letztendlich hat er das Ganze nicht ganz erreicht. Also das Resultat von Bretton Woods war dann, dass der Dollar als Leitwährung für die Welt festgelegt wurde und alle teilnehmende Länder von Bretton Woods ihre Währung in einem Kanal an den Dollar gebunden haben. Das war das Resultat. Und man muss auch sagen, dass so die nächsten knapp 30 Jahre das Ganze ganz gut funktioniert hat, also eine Zeit mit wenig Währungskrisen, mit wenig Bankenkrisen. Und ja, bis zu den 70ern hat dieses System ganz gut funktioniert. Es gab immer wieder Anpassungen, aber es hat ganz gut funktioniert. Und vielleicht kannst du jetzt hier an dieser Stelle mal weitermachen. Ja, 1973 zerbrach das feste Wechselkurssystem von Bretton Woods, nämlich nachdem 1971 US-Präsident Richard Nixon die Goldbindung des Dollars aufkündigte. Und dieses Zerbrechen führte in Europa zu einem totalen Chaos der Wechselkurse. Also wir haben hier relativ kleine Volkswirtschaften, die relativ nah beieinander liegen und die eigentlich feste Wechselkurse bräuchten, um vernünftige Wirtschaftspolitik betreiben zu können. Die eigentlich feste Wechselkurse bräuchten, um vernünftige Handelsbedingungen zu haben. Denn vor allem bei so kleinen Volkswirtschaften, da können die Wechselkurse schnell mal ganz stark schwanken, weil es dazu massiven Spekulationen kommt. Und das war eben auch schon in den 70er Jahren der Fall. Um diese starken Wechselkursschwankungen irgendwie einzufangen, haben sich dann der deutsche Kanzler und der französische Präsident 1978 geeinigt und es angestoßen, ein europäisches Wechselkurssystem mit einer Verrechnungseinheit namens EQ zu gründen. Die Wechselkurse der Währungen durften dann nur noch 2,25% vom EQ abweichen. Das wurde dann nach der EWS-Krise 1992-93, in der unter anderem das britische Pfund aus dem EWS rausflog, wurde das so festgelegt, dass es künftig feste Wechselkurse geben sollte, damit eine gemeinsame europäische Währung vorbereitet werden konnte. Der Euro. Doch auch bei diesem Euro gab es jetzt ein Problem. Die Wechselkursschwankungen waren zwar ausgerottet, also es gab ja jetzt nur noch eine Währung, aber ein Land machte ab den späten 90er Jahren eine Politik der Lohndeflation, nämlich Deutschland. Deutschland drückte die Löhne durch die Agenda 2010, durch Rentenkürzungen, durch Druck auf die Gewerkschaften und das führte letztlich dazu, dass die deutsche Exportwirtschaft große Vorteile gegenüber den Exportwirtschaften anderer Länder erhalten konnte und es so riesige Leistungsbilanzungleichgewichte in der Eurozone gab. Länder wie Deutschland oder die Niederlande machten große Überschüsse, Länder wie Italien, Spanien oder Griechenland große Defizite. Nach der Eurokrise lösten sich die Defizite von Italien und Spanien zwar auf, aber das wurde nur dadurch gelöst, dass die EU, die Europäische Währungsunion mittlerweile als Ganzes
Überschüsse macht. Also die gesamte Europäische Währungsunion macht mittlerweile Leistungsbilanzüberschüsse. Und das ist bei so einem solch großen Raum, der eigentlich nur aus Industriestaaten besteht, sehr, sehr ungewöhnlich. Also es ist keine vernünftige Wirtschaftspolitik, denn das bedeutet, dass Schwellenländer auf der anderen Seite der Welt, die sich eigentlich Verschuldung im Ausland viel weniger leisten könnten als wir, dass die sich im Ausland verschulden müssen. Denn wenn einer Leistungsbilanzüberschüsse macht, muss der andere Leistungsbilanzdefizite machen. Und ja, das hatten wir schon des Häufigeren besprochen. Ich habe es hier nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Der Euro hat große Probleme und deswegen wird immer wieder über ja eine Abwicklung der Eurozone diskutiert. Und die Partei, beziehungsweise der Vorschlag der Partei, über die wir heute diskutieren wollten, also der AfD, in ihrem Leitantrag für das Europawahlprogramm 2023, der lautet: Deutschland muss wieder zurück zu einer sozialen Marktwirtschaft und darum die Transferunion des Eurosystems aufkündigen. Ja, also die AfD fordert hier die Euroabschaffung tatsächlich. Und wie gesagt, wir hatten ja gerade schon betont, dafür gäbe es tatsächlich gute Gründe. Aber gucken wir mal, was die AfD da sonst noch zu schreibt, denn Jan wird gleich die Auswirkungen beschreiben. Die AfD schreibt: Der AfD ist bewusst, dass die Wiedereinführung einer stabilen nationalen Währung nicht ohne Umstellungsbelastung erfolgen kann. Diese werden jedoch niedriger sein als die dauerhaften Kosten des weiteren Verbleibs im Eurosystem. Ja, was sagst du denn dazu? Ja, das ist eine wahnsinnige Idee und wirklich negativ wahnsinnig, weil was wird passieren, wenn wir jetzt quasi einfach die Wechselkurse freigeben, die 20-Euro-Länder führen alle wieder ihre nationale Währung ein und dann geben wir alles frei. Der freie Markt weiß ja alles besser. Wahrscheinlich, so ist es jedenfalls auch von Frau Weidel vorgesehen, wird die deutsche Währung stark aufwerten. Deutschland hat ja aktuell einen riesigen Leistungsbilanzüberschuss, also so nach der liberalen Theorie auch. Der Markt wird das ja schon regeln. Die deutsche Währung wird massiv aufwerten. Bedeutet, auf einen Schlag verliert Deutschland riesige Marktanteile, internationale Marktanteile, weil die deutsche Währung ja aufwertet. Bedeutet, die deutschen Waren werden im Ausland teurer werden. Und das auf einen Schlag, nicht langsam über Jahre, langsam behoben, das Problem der riesigen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse, sondern auf einen Schlag stürzen wir uns hier ins Währungschaos. Und das auch nur, wenn der Markt denn jetzt überhaupt da irgendwie relativ zu den Leistungsbilanz passende Kurse findet. Weil wir haben natürlich noch weitere Probleme, zum Beispiel ein kleines Griechenland könnte riesige Probleme bekommen mit Spekulationsattacken. Ja, zunächst einmal würde die griechische Währung ja wahrscheinlich abwerten. Vielleicht würde sie viel zu stark abwerten. Dann muss eine griechische Zentralbank mit hohen Zinsen reagieren. Dann kommen wieder die Carry Trader. Plötzlich haben wir wieder eine riesige Aufwertung. Die griechische Währung ist wieder überbewertet. Bedeutet, zu kleine Währungsräume haben Probleme der Spekulation. Wenn die Währung überbewertet ist, ist das ein Problem für den Exportsektor. Dann reagiert vielleicht die Zentralbank, verkauft die eigene Währung, möchte, dass sie sich richtig quasi einstellt, dass die Leistungsbilanz dann wieder ausgeglichen ist. Aber das führt meistens dazu, dass die Währung danach krass unterbewertet ist, aufgrund des Herdenverhaltens von den Spekulanten. Also einfach reines Chaos, wenn wir die Wechselkurse freigeben, neben der Tatsache, dass Deutschland auf einen Schlag riesige Exportanteile verlieren wird, riesige Marktanteile international verlieren wird. Also das reine Chaos. Vielleicht noch so einen kleinen Treppenwitz hier historisch. Welches Buch hat ein gewisser Keynes denn auf der Überfahrt auf der Queen Mary nach Amerika gelesen? Ja, es war das Buch von Hayek. Ja. Und Keynes kennt die liberalen Positionen und er hat auch immer gesagt, ja, philosophisch gebe ich euch recht, moralisch gebe ich euch recht, aber passt doch mal auf, Freunde, wir brauchen ein vernünftiges Währungssystem, weil alles andere ist das Chaos und ohne vernünftige Wechselkurse können wir überhaupt gar nicht über einen Handel reden. Das ist das Wichtige und deswegen ist diese Schnapsidee der AfD halt eben so gefährlich für Deutschland natürlich, aber auch für die kleineren Länder, die dann wieder von Spekulanten also heimgesucht werden. Vielleicht noch kurz besprechen. Wenn du dann fertig bist, dann würde ich sagen, wie man das Problem der Eurozone vielleicht viel besser lösen könnte. Ne? Nee, ich wollte gleich nochmal ins Zitat der AfD, das kannst du dann zum Ende machen.
Ich hatte dann, ich wollte gerade zu diesem Zitat überleiten. Ich war bei den kleinen Ländern. Ja, und wahrscheinlich würden die kleinen Länder, wenn der Euro abgeschafft würde, alle ihre Währung wieder an die deutsche D-Mark oder an den französischen Franc oder die Währung, die dann existieren würde, binden. Oder sie würden in kleineren Räumen eigene Währungen schaffen, da es gar nicht vernünftig ist für so ein kleines Land wie Ungarn oder für so ein kleines Land wie Griechenland oder sonstige kleine Länder, auch so ein Land wie Bulgarien, das hat ja seine Währung an den Euro gebunden und das nicht ohne Grund. Also das erzeugt große Probleme, da die Lohnsteigerungen in Bulgarien zu hoch sind, aber auch das hat einen Grund, dass es seine Währung an den Euro binden muss, eben um nicht diese Probleme von Spekulationsattacken zu haben. In Ungarn hat das vor 10 Jahren eine riesige Währungskrise ausgelöst, dass jahrelang auf den ungarischen Forint spekuliert wurde und dieser systematisch zu hoch bewertet war. Also sowas würden wir dann jetzt nicht nur in einzelnen Volkswirtschaften, die noch nicht im Euro sind, sehen, sondern sowas würden wir dann flächendeckend in ganz Europa sehen. Es wäre ein riesiges Chaos, vor allem wenn man bedenkt, dass die AfD dazu noch Austeritätspolitik betreiben will. Also das Ausland soll plötzlich nicht mehr Nettoschuldner sein, das bedeuten ja Leistungsbilanzüberschüsse, das Ausland ist Nettoschuldner und gleichzeitig soll der Staat auch zumindest nicht Nettoschuldner sein. Die Unternehmen in Deutschland sparen, die privaten Haushalte sparen auch, das wäre eine wirtschaftliche Katastrophe. Diese Kombination von Politikmaßnahmen und man kann schwer annehmen, dass die AfD das auch nicht umsetzen würde. Ungeachtet dessen schreibt die AfD in ihrem Leitantrag für das Europawahlprogramm, eine neue deutsche D-Mark könnte ihre höhere Kaufkraft gegenüber anderen Ländern wiedergewinnen. Die damit verbundene Senkung der Importpreise würden zu steigenden Realeinkommen und damit zu einer Sozialdividende führen, die dem gesamten deutschen Volk zugute käme und nicht nur wie derzeit einigen Exportfirmen. Ähnlich wie die Schweiz hätten wir ohne die exzessive Gelddruckpolitik der EZB eine erheblich geringere Inflation. Die Bilanz der Schweizer Notenbank ist im Verhältnis zu deren Bruttoinlandsprodukt eines der größten der Welt. Und der Grund ist einfach. Die Schweizer Notenbank manipuliert direkt den Wechselkurs des Franken, sodass der Franken dauerhaft zu schwach ist, damit die Schweiz Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von rund 10% des dortigen Bruttoinlandsprodukts haben kann. Also die Schweiz ist einer der krassesten Wechselkursmanipulatoren, den wir auf dieser Welt haben. Und das jetzt als positives Beispiel für die neue deutsche D-Mark zu nehmen, ist sportlich. Ja, das ist natürlich nicht sonderlich gut informiert, dann die Zentralbank zu nehmen, die am meisten Geld druckt. Vielleicht an dieser Stelle mal angeknüpft, was muss denn eigentlich passieren? Jetzt hat man da vielleicht ein Problem erkannt. Wir haben einen gigantischen Leistungsbilanzüberschuss der Deutschen. Das bedeutet, anders ausgedrückt, der deutsche Euro ist überbewertet im Vergleich zum italienischen, französischen und griechischen, obwohl wir die gleiche Währung haben. Das liegt aber einfach daran, dass die Deutschen intern ihre Währung abgewertet haben, halt eben durch dieses Lohndumping. Die deutschen Löhne sind deutlich langsamer gestiegen als die Löhne in Frankreich, in Griechenland natürlich. Und deswegen sind die deutschen Waren jetzt im Vergleich zu den anderen Ländern im Euroraum so günstig. Das Ganze kann man aber nicht schlagartig einfach so beheben, weil wie gesagt, Deutschland würde auf einen Schlag riesige Marktanteile verlieren. Wir hätten das Chaos, sondern das muss man halt eben sehr langsam beheben, dieses Problem. Wir haben die Möglichkeit, dass wir alle im Euro bleiben, alle 20 Länder, und dass wir über die Lohnpolitik, also die vorhandenen Ungleichgewichte, über 2 Jahrzehnte vielleicht ausgleichen. Es kann nicht auf einen Schlag passieren. Ungleichgewichte, die über 2 Jahrzehnte entstanden sind, müssen wahrscheinlich auch mindestens mal über 1 Jahrzehnt, vielleicht über 2 Jahrzehnte wieder ausgeglichen werden über eine Lohnpolitik. Die Deutschen müssen ihre Löhne schneller steigen lassen als die Italiener, als die Griechen. Dann könnten wir langsam diesen Leistungsbilanzüberschuss abbauen. Und dann hätten wir auch unsere soziale Rendite, indem wir immer weniger Zeug, was wir herstellen, ins Ausland schicken, sondern auch selbst mal wieder mehr von unserer Produktion konsumieren. Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht 2 Euros einführen, der 1 Euro gegenüber dem anderen Euro abwertet. Das sind alles so Ideen. Aber auch das müsste man natürlich langsam und sanft machen mit Kapitalverkehrskontrollen, mit Zentralbanken, die sich absprechen, um gegen diese enorme Spekulation also vorzugehen, um das Ganze einzudämmen. Also Kapitalverkehrskontrollen bedeuten einfach nur, dass wir den Kapitalverkehr einschränken. Und das wäre also sehr, sehr wichtig, sollten wir in irgendeiner Art und Weise also die Währungsordnung auflösen teilweise. Ja, das wäre ja auch eine Option. Also, dass man den Euro kontrolliert wieder abwickelt und zurück zur Situation des EWS geht,
nur dann eben den Fehler korrigiert, der ja auch im EWS angelegt war, dass die Notenbanken ihre Wechselkurse, dass sie zwar versprechen, die abzusichern, aber das in der Realität nicht tun. Der EWS ist ja 1992, 93 in eine schwere Krise geraten, weil sich die Deutsche Bundesbank nach Hedgefonds-Attacken eben konsequent geweigert hat, den Wechselkurs vor allem des britischen Pfunds und der italienischen Lira zu sichern. Und Großbritannien ist dadurch sogar aus dem EWS rausgeflogen. So etwas dürfte in einem neuen Wechselkurssystem natürlich nicht der Fall sein, sondern die Notenbanken müssen, koste was es wolle, einen einmal vereinbarten Wechselkurs verteidigen. Und die Wechselkurse müssen anhand der Inflationsdifferenzen festgelegt werden, damit es eben nicht zu starken Leistungsbilanzungleichgewichten kommt und damit es eben auch einfach ist, diese Wechselkurse zu verteidigen. Also man sollte keine systematisch falschen Wechselkurse festlegen, aber das versteht sich ja von selbst. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also natürlich müsste jetzt die deutsche Währung etwas aufwerten über Jahre hinweg, aber grundsätzlich klar, gemäß der Inflationsdifferenzen. Und weil eine Bundesbank, das haben die ja immer mal wieder gemacht, dass sie nicht so viel Geld drucken wollten und dadurch quasi nicht die Wechselkurse hergestellt haben, da muss man einfach so sagen, durch Kapitalverkehrskontrollen ist es auch gar nicht mehr so sehr nötig, sich gegen diese enorme Spekulation als Zentralbank zu verteidigen. Jetzt mal von der Tatsache abgesehen, dass alle Zentralbanken das natürlich könnten, wenn sie sich absprechen, dann können sie zu zweit diesen Kurs herstellen, wenn sie kooperieren. Aber einfach Kapitalverkehrskontrollen, dass es gar nicht zu dieser massiven Spekulation kommt. Spekulation auf diese Art und Weise ist nicht produktiv. Insofern einfach von vornherein das Ganze stark eindämmen durch Kapitalverkehrskontrollen. Das Problem der Eurozone ist nicht ein zu viel an zentraler Planung, sondern zumindest was die Lohnpolitik betrifft, eher zu wenig. Also die Löhne sollten in allen Eurozonenstaaten eben so steigen, dass es nicht zu Leistungsbilanzungleichgewichten kommt. Und genau dieses wichtigste Prinzip einer Währungsunion wurde in den letzten 20 Jahren systematisch verletzt, vor allem von Deutschland. Und da hat die AfD in ihrem Programm keinen einzigen Vorschlag, wie man das irgendwie in Ordnung bringen könnte, außer den völlig chaotischen Euro-Austritt. Auch die Spekulationen, die wir gerade erwähnt haben, die werden überhaupt nicht erwähnt von der AfD. Die kommen einfach nicht vor. Der freie Markt, der findet dann den perfekten Wechselkurs und alles ist gut. Wir sind sogar reicher. Wir kriegen alle eine Sozialdividende in Form von Arbeitslosigkeit wahrscheinlich. Also es ist wirklich nur libertäres Bullshit-Bingo und nichts anderes. Wir sollten uns mit diesem Programm angesichts des aktuellen Höhenflugs der AfD wahrscheinlich nochmal etwas ausführlicher auseinandersetzen, auch mit den anderen Punkten, die da drin steht, denn es steht da so viel Unsinn drin. Aber ja, das wäre Thema für eine neue Folge. Wie gesagt, der Plan, ich nenne es jetzt mal Plan, der AfD zu einem Euro-Austritt, der ist wirklich so absurd, dass man dazu nicht mehr viel sagen braucht. Ja, dann vielleicht noch abschließend dazu nochmal kurz zur Euro-Einführung zu Maastricht. Zu dem Zeitpunkt dachte man halt, da ging man auf die Währungstheorie von Mandel ein, dass wenn wir die Fiskalpolitik recht ähnlich gestalten, deswegen gibt es ja diese Defizitkriterien, dass es dann halt eben nicht zu diesen Ungleichgewichten kommt, weil man immer noch nicht verstanden hatte, dass die Lohnstückkosten entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit sind. Aus volkswirtschaftlicher Sicht setzt sich quasi fast alles über die Löhne zusammen. Fast alle Kosten sind Lohnkosten, wenn man die Wertschöpfungskette verfolgt. Erstmal wird irgendwas aus der Erde geholt, wie Öl, was weiß ich, dadurch Energie gewonnen. Also fast alle Kosten sind aus volkswirtschaftlicher Sicht Lohnkosten. Entsprechend sind die Löhne das Wichtigste überhaupt. Und das hat man bei der Eurogründung einfach komplett ignoriert. Und man dachte, wenn wir die Fiskalpolitik halbwegs anpassen, dann kommt es nicht zu enormen Ungleichgewichten. Also das ist einfach natürlich grandioser Unsinn gewesen. Das wissen wir mittlerweile. Einige schlaue Leute wussten es auch schon damals und auch schon 50 Jahre vorher, wie entscheidend die Löhne sind. Aber ganz egal, das wissen wir jetzt halt. Und deswegen gesagt, habe ich auch schon einen Vorschlag gemacht. Wir müssen jetzt die Lohnkosten langsam wieder anpassen. Die Deutschen müssten mal die Löhne etwas stärker steigen lassen als die Italiener. Oder, ja, und das wäre der letzte Vorschlag, das hatten wir ja schon in unserer minus ersten Folge, wir haben eine ziemlich seltsame Nummerierung diskutiert, oder wir führen eine Transferunion ein, also Vereinigten Staaten von Europa. In Deutschland, da interessiert sich ja auch niemand für die Leistungsbilanzungleichgewichte zwischen Bremen und Bayern, sondern es gibt auf Bundesebene eben Transfermechanismen, die wirtschaftliche Ungleichgewichte zumindest wesentlich, wesentlich besser ausgleichen, als dies innerhalb der EU geschieht. Aber das ist politisch aktuell nicht gewollt und die AfD ist davon auf jeden Fall nicht begeistert. Ja, das wäre natürlich auch eine Lösung. Also es gibt drei Lösungen, die wir im Grunde genommen vorgestellt haben. Ein geordneter Austritt, Lohnpolitik oder die Transferunion. Ja, ja.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und dann sprechen wir über Christian Lindner und was er zum aktuellen deutschen Haushalt sagt. Ciao. Ciao.